So. Eine kleine neue Stadt. Raetonion. Kommt hier ein Tempel? Ich glaube, da baue ich einen Tempel. Oder vielleicht irgendwas Nahrungsmäßiges. Mal gucken. Was denn? Weniger. Danny, du bist abgehackt. Nein, bin ich nicht. Doch, warst du gerade. Passiert. Bei dir hackt's wohl. So, dann erzähl mal, was machst du gerade? Informiere uns. Ich habe eben halt Ariminum eingenommen. Hat man ja gesehen, dass ich so siegreich war. Ja, jetzt muss ich nochmal meinen General, weil der hier ein paar Level-Ups hatte, nochmal ein bisschen verbessern. Der kann nämlich ein paar weitere Fertigkeiten hier erlernen. Ja, dann musste ich nochmal ein paar Gebäude bauen wegen Ressourcen, weil ich habe weniger Essen jetzt, nur noch 8. Und ich hätte gern ein bisschen mehr, weil die Leute fressen so viel hier. Das finde ich ganz schön unverschämt. So, meine Kaserne ist fertig und ich denke mal, ich werde einmal noch einen weiteren General aufstellen. Wenn du kannst. Ja. Oh, geil. Durch den Mod haben wir für den General eine besondere Truppe. Und zwar die Praetoriani Extraordinarii. Das ist das Feinste vom Feinsten. Oha, das hört sich ja schmackhaft Also an. die sind so heftig, dass... Also, die sind ekelhaft. Wenn du gegen die kämpfen musst. Ansonsten sind sie absolut geil. So. Auf jeden Fall. Ja, Patriarii kommen dran. Das sind die Speerkämpfer. Und, oh, ich bin pleite. Gut, damit hat sich das sowieso erledigt. Schnell nochmal in die Forschung gucken. Ja, ich guck mal ein ganz Sieht bisschen hier bei ganz diesem gut Tempel aus. herum. Vielleicht gibt es ja irgendeinen schönen Tempel, der sowas ermöglicht wie Einheiten oder so. Ah, sehe ich aber im Moment leider nicht. Sorry. Das gibt's ja in der Emperor-Kampagne. Da gab es, glaube ich, den Tempel der Sobek oder so hieß der. Und da konnte man Sobek-Kultisten ausbilden. Oh, Und die waren das. ekelhaft. Die waren sowas von geil. Die haben eine Fähigkeit, durch die stärken sie die Moral der umgebenden Truppen. Und schwächen die feindliche Moral. Und sind auch noch halbwegs gut in Angriff und Verteidigung. Also das ist eine richtig feine Truppe. Sie tragen so eine schöne Krokodil heute. Sieht zwar aus, als würden sie eine Cappy tragen, aber. Forschungsrat Eine oder antike Nahrung? Käppi. Ich glaube, ich nehme die Nahrung. So, jetzt werde ich ja auch noch meinen Namen hier aufstellen. Ich nehme einen aus meiner Dynastie. Na, ich weiß ja nicht. Die sieht ja gut aus. Was hat die denn so für Werte? Ich nehme die hier, die ist besser im Nahkampf. Ich habe hier eine schöne Kavallerietruppe für meinen General. Kostet zwar 200 pro Runde, aber scheiß drauf, geil ist geil. Jetzt haben wir aber ordentlich Auswahl. Dann gucken wir mal bei der Kavallerie. Besserer Angriff. Noch besserer Angriff und sehr guter Angriff. Ist die Rüstung deutlich besser? Dafür die Nahkampfabwehr schlechter. Ein
keinen Angriff mehr. Ich glaube, wir nehmen zweimal Bürgerkavallerie. Kavallerie. So, dann nehmen wir nochmal zwei Pikini-Einheiten. Was haben wir denn hier sonst noch so? Und noch. Erstmal nur einmal galatische Schwertkämpfer. Okay. Gucken wir uns nochmal die diplomatischen Buffen um. Vielleicht. Wandte Himmler. Ich werde euch Ehre erweisen, euren Bedingungen. Seid gegrüßt. Dann gucken wir mal nach. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen. Das nehmen Sie an. Diesen Bedingungen können wir getrost zustimmen. Oh, ich hab dich entdeckt. Wir heißen euch willkommen. Sprecht. Oh, cool. Und, auf eine Übereinkunft trinken. Waren wir es denn? Handelsabkommen? Mach einfach alles, was geht. Schutzbündnis, das geht alles noch nicht. So, ich schlag dir erstmal das hier vor. Das hat er angenommen, sehr haftet eine noble Ehrlichkeit an. Und jetzt ein militärisches Bündnis. Jetzt müssen wir eigentlich auch sehen können, obgleich unsere was er so tut. Und er mag uns direkt. Und wir verdienen durch ihn 225, was auch immer, die Runde. Und ich guck mal, wie viel ich durch dich bekomme. Ah ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auch bei dir gucken kann. Boah, da muss ich aber weit runter hier. Ja, wir können bei ihm reingucken. Zumindest bei einigen Städten sehen wir, was er hat. Also, ich kann nichts sehen bei dir. Du kannst nicht sehen, was ich sehe, aber du kannst einzelne Städte eventuell sehen und eventuell eine Armee neben den Städten. Du musst mal bei Alexandria gucken. Ach, strategische Karte. Ach, da bist du, genau. Jetzt ist er auf der Suche nach mir. Geht uns ja nicht. So, die militärische Forschung ist auch schon relativ weit gediehen. Mal kurz gucken, mein wie sieht es denn aus, wenn wir aus der Stadt kommen. Nein, das machen wir noch nicht. Nee. Ah ja, jetzt sehe ich das hier. So, nett. Die das seid gegrüßt! Haben. Sprecht gerade heraus und kommt zur Sache! Ja? Ihr segnet unsere Besprechung mit diesen Bedingungen. Ich werde die Weisheit zeigen. Seid gegrüßt, mein Freund. Wollt ihr sprecht. Handeln? Ihr wollt sogar wenn es meinem handeln, Volk zugute kommt, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Moderat? Sie haben abgelehnt? Okay, dann mein Volk wüsste sicher etwas mit eurem Gold anzufangen, doch wüsste es immer, dass es von euch... Ja, eure 500 kriegen wir dafür. So, haben wir sonst noch irgendjemanden mal gesehen? Nee, leider nicht. Deine Zeit läuft bald ab. Die läuft nicht ab, die, die macht Urlaub an der Nordsee. Das glaube ich auch. So, die können nix. Dann gucken wir nochmal bei den Details. Der General kann nichts Neues machen. Ach ja, das habe ich auch schon erledigt. So. Oh, meine Flotte bewegt sich auch auf Danny zu. Ja, mal sehen, ob gleich irgendwas Schlimmes, Fatales passiert oder nicht. Die Etruskische Liga ist für gewöhnlich für Überraschungen immer gut. So, jetzt haben die Blumen ja bei mir militärischen Zugang und ich bei ihnen. Praktisch. Und ich habe hier schon ein schönes Rundeneinkommen. Es ist das Gute an Ägypten. Sie haben immer eine sehr, sehr schöne Ausgangslage. Ein Vertrag wäre wie ein Feind.
was das Kapital angeht. Also da braucht man am Anfang nicht viel tun, außer ein paar Handelsabkommen machen und schon verdient man ordentlich. So, und jetzt sind wir mal so. Bei Danny zu. Ja, ich habe jetzt direkt zwei Städte gerade schon so im Blick. Das wären Alalia und auf Sizilien Lilibeum. Was ist mit Velatrii? Damit du dann ach, das gehört schon dir. Ach ja, habe ich doch schon als erstes eingenommen. Ja, weil ja, das soweit ich mich Beispiel... hier um die. Ach, ich kann nur deine Armeen sehen, okay. Ja, soweit ich mich um die gekümmert habe, kann ich auch weiter in den Norden. Oder Nordwesten so. Ja, aber ich würde erstmal drauf achten, was Karthago so vorhat. Ja, ich nehme. Also, ich ziehe jetzt meine Armee ab aus Ariminum. Und schicke sie schon mal langsam Richtung Alalia. Hol sie erstmal nur aus der Stadt raus und guck, wie die öffentliche Ordnung danach aussieht. Nicht, dass du dann auf einmal ganz kräftig ins... Nee, das scheint zu gehen. Plus 9, alles gut. Nicht, dass du dann auf einmal kräftig Aufstände und sowas hast. Okay, bei uns wurde ein bisschen... Kräftig, deftig, würzig, gut. Aufgedeckt, aber deine Armee ist nicht mehr sichtbar. Das ist so halbgar, was so. Wir im Moment haben. Aber Rom sieht noch relativ klein aus, weil es noch nicht besonders... Meine Armee... Aus Cosentia schicke ich jetzt. Ach, scheiße. Gott, ich hoffe, Syracuse wird da jetzt keine Scheiße anrichten. Ach, Mist. Wie kriege ich die da weg? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie deine Situation aussieht. Ach so, ja, stimmt. Ich bin gerade vor Cosentia. Dort steht eine Armee. Und ich hatte vor, Lilibeum, neben meinem Versuch, hier hinten noch Alalia einzunehmen, auch noch das einzunehmen. Aber das geht nach ich sehe hier gerade noch eine Armee von Syrakus davor stehen. Versuch nicht, Lilibeum einzunehmen. Meinst du, dann kommt direkt was aus Karthago rüber? Ich sag's mal so, die Städte haben noch eine ordentliche Garnison meistens und Karthago ist ekelhaft. Konzentrier dich auf eine Sache zur Zeit am Anfang. Versuch's erstmal mit Alalia um die Etruskische Liga. Ich werde erstmal den Hafen blockieren. Das ist gut. So, Hafen ist blockiert. Armee ist in etwa ein, zwei Runden da. Meine Armee vor Rom. Die ich jetzt neu erstelle, die möchte ich ein bisschen mehr ausstatten mit Speerkämpfern, weil ich weiß nicht, wie viel Kavallerie noch auf mich zukommt. Das finde ich echt ekelhaft. Ich kann Principes ausbilden, also eine bessere Version der Hastati. Eine deutlich bessere. Ja. Jetzt schicke ich meine Spione schon mal in Gen Norden hier, mal zu gucken. Oh, Alter. Also wenn jetzt die Veneter gegen mich einen Krieg anfangen sollten, dann habe ich ein deftiges Problem. Das machen die gerne. Also ich würde eventuell versuchen, noch eine andere Armee gleichzeitig auszubilden, weil... Ja, ich habe schon. Also ich bilde ja gerade eine in Rom aus, aber ich gucke gerade, Ariminum hat eine Besatzung, also eine Garnison von 15 Einheiten. Das dürfte was aushalten. Und keine ist davon ist Mob. Kommen sie über Velatrii. Nee, da ist kein Doppel-I. Da ist nur ein. Velatrii hat 7 Einheiten drin stehen. Aber was du bei Ariminum bedenken musst, die Garnison ist da im Moment nicht vollständig. Also von deinen 2 Triarii-Einheiten gibt es gerade mal 80 Mann. Von deinen 4 Astarte gibt es gerade mal 160. Und von den Rorarii gibt es gerade mal 280 von eigentlich 840. Velites sind gerade mal 30 und Kriegshunde sind gerade mal 9. Also das dauert ein bisschen, bis die Stadt wieder ordentlich was aushält. Gut, ich habe kein Geld mehr und gar nichts. Das ist auch alles erledigt. Dann beenden wir die Runde. Ich könnte mit Syrakus nochmal ganz schnell versuchen, eine Military Alliance anzufangen. Jo, wollen sie.
Wunder, Syrakos ist arschkack schwach. Aber mein Client State wollen sie nicht werden. Davon musst du mächtiger werden und mehr Geld bieten. Ja, ich kann gerade nur 15.